Grüß euch, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Michi. Es ist nicht kaputt. Mit dem neuen Call of Duty Update zu MW2 in Warzone 2 kam ja auch eine neue Waffe raus. Und zwar die Tempus Geschütz. Doofer Name. Auf jeden Fall, um die freizuspielen, kann man das durch DMZ machen. Man kann sie, glaube ich, auch kaufen. Aber man kann sie so ganz einfach machen. Man kann einfach 25 Doppelabschüsse im Multiplayer machen und dann bekommt man die auch. Die wird wahrscheinlich irgendwie auch eine neue Meta sein, weil es eine neue Waffe halt ist und die sind meistens erstmal immer gut. Dazu später noch mehr. Aber ist sie denn wirklich gut im Multiplayer und vor allem in Warzone? Das schauen wir uns heute an. Aber erstmal muss ich das Ding hochspielen. Das mache ich jetzt schön in Ruhe und gemütlich. Wir haben so Max Level, jetzt können wir sie tunen und würde ich sagen, wir knallen mal ein paar Aufsätze drauf und gucken, wie das Ganze so abgeht. So, und da ist er, der Tempus Geschütz. Auf jeden Fall ist es das jetzt mit meinen ausgewählten Tunings und Aufsätzen. Die zeige ich euch dann wie immer zum Ende des Videos nochmal. Okay, also wenn Headshot dabei ist, ist definitiv schon mal komplett One-Shot. Ah, ja. Okay, Ferne. Geil. Ich jump mal schnell in Multiplayer rein, guck mal, wie es sich dort so schlägt. Direkt mal auf der neuen Karte. Wie heißt es? Himmelmatt Expo? Da können wir gleich mal gucken, wie diese Multiplayer ist. Und danach hüpfen wir aber sofort rein in Warzone. Ziemlich große Karte und ich glaube auch doppelstöckig sogar oder so. Ist ja witzig. Nicht. Wenn man jetzt hier noch einen Gegner finden würde, das wäre schon mal sehr nett. Oh, guck mal, wir können ein bisschen planschen. Wirklich 6 gegen 6, Alter. Okay, hier geht's auch lang. Hier geht's dann wieder hoch. Also die Karte, hübsch sieht so aus, ohne Frage. Gefällt mir optisch auf jeden Fall. Aber ist halt übelst groß für eine Multiplayer-Karte 6 gegen 6. Wo sind denn die Gegner? Ich hab noch... keinen getroffen. Und das verstehen Sie bitte im doppelten Sinne. Hier geht's wieder rein, hier geht's auch wieder hoch. Okay, das sieht aber hübsch. Also hübsch, ja? Ja? Ja, hier ist ein Fernsehstudio. So ein bisschen wie die alten Talkshows von damals. So Arabella oder sowas. Oder Andreas Türk, kennt ihr die noch? Multiplayer, mega cool. One-Shot, Headshot, ist alles cool. In Warzone sieht das Ganze bestimmt schon wieder ein bisschen anders aus. Ich belasse jetzt mal die Aufsätze, die ich auf Distance gebaut habe. Und guck mir das Ganze mal in Warzone an. Ja, also, die wird definitiv Meta sein, das kann ich euch schon mal sagen. Ja, ist ja klar, die werden natürlich, wenn die neues Update rausballern, dann wollen die natürlich auch, dass es gut ankommt. Dass sie sagen, ey, geiles Update, weil da war eine neue Waffe dabei. Die ist jetzt die neue Meta für Warzone. Oder MW2 halt. Und da kann ich euch mit Brief und Siegel versprechen, die wird jetzt auch in Warzone stark sein. Und dann nach ein paar Wochen gibt es wieder ein Update, dann wurde wieder gepatcht. Dann ist sie genauso gut oder schlecht wie alle anderen normalen Waffen halt auch. Dennoch will ich jetzt gucken, wie sie ist. Deswegen kann ich es auch keinen übel nehmen, wenn er die ganze Zeit die Feuershotgun spielt, die jetzt auch wieder gepatcht wurde und schlechter ist. Immer noch mega OP natürlich, aber natürlich um Längen nicht mehr so gut, wie sie war, als sie rauskam. Also die KFA Broadside, die ja wirklich dann einfach richtig unfair war. Richtig fies, richtig mies. Und die ist ja jetzt auch nicht mehr so stark, wie sie einmal war. Ja, ich habe direkt schon mal Loadout. Hat er mein Loadout? Weil wir aber irgendwer campen muss! Das war erstmal wieder genug gemeckert. Jetzt gehen wir erstmal rein in the game. Holen uns die gute, the Tempus. Nice, Loader direkt am Start. So, dann haben wir sie. Gucken wir mal rein. Ja, gut, auf Entfernung macht so wahrscheinlich mehr Sinn. Ich hab's natürlich für die Ferne gebaut, dass die im Nahkampf natürlich dann nicht so geil abgeht, ist klar. Achso, ja, wir haben jetzt einen wunderschönen Regenbogen. Wegen St. Patrick's Day Update. Und im normalen Battle Royale kann man irgendwie da wohl was finden am Ende des Regenbogens. Also man kann tatsächlich das Ende des Regenbogens finden. Was da ist, weiß ich nicht. Wenn ihr wollt, dann guckt mal das mal in einem anderen Video nach. Was da sich befinden sollte, das soll irgendein Event sein halt. Ich guck mir das mal an. Mal gucken, ob das sinnvoll ist. Und wenn ja, dann mach ich ein Video. Ihr kennt mich. Okay, ich baue jetzt aber erstmal wieder Money like a Moneymaker. Okay, Server laufen aber unrund. Ich meine, ihr seht es gerade nicht, aber spürbar ist. So, Leute. Ich brauche Money, ich brauche Money, ich brauche Money. Ich werde mal was Kleines ändern. Ich nehme jetzt mal anstatt das Visier, mache ich mir jetzt nochmal ein großes Magazin drauf. Weil ich finde das Standardvisier eigentlich auch ziemlich geil. Ein bisschen mehr Munition, dass du nicht so oft nachladen musst. Gerade war die Kiste noch nicht markiert, ich bin gerade schon lang gelaufen, da konnte ich es nicht als Loadout nehmen. So, mal gucken, wie es jetzt mit dem anderen Visier läuft. Das eh noch. Also wenn Headshot dabei ist, dann macht die ordentlich Damage. Ah, du musst halt den Headshot kriegen.
Piekst du nochmal? Piekst du nochmal? Okay. Die Wassen, das ist so geil eigentlich. Ich glaube, zu der machst du noch ein eigenes Video. Okay, aber zurück zu Tempus. Stark. Ja doch, die ist schon stark. Natürlich auf Distance, weil ich das so gebaut habe, aber... Schade! Ich hab keine Munition mehr. Ach komm schon! Penis. Das war's schon im heutigen Video. Wenn ihr ganz etwas gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Für euch noch ein Däumchen, für mich ein Träumchen. Und dann bleibt mir bloß zu sagen, bleibt gesund, benehmt euch und haut rein!